Wir gucken gleich mal. So, dann wäre das ja dann hier. Ja doch, ist dann komplett zu. Na egal. Auch nicht so dramatisch. Ja, sehr schön. Wunderbärchenhaft. Dann kann ich mich schön die Lava lang fließen. Da unten hinein, dann brauche ich erstens nicht mehr so viel Lava holen. Und es sieht halt auch ganz cool aus noch, ne? Ja, das ist der Plan gewesen. Es soll cool aussehen. Ach so, halt, wir haben mal die Schaufel. Ist so krass, ne, wie schnell das geht. Ne? So, und ich denke, wir müssen ins Bettchen, ne? Ja, ein schöner Graben. Und da man hier ja nicht durchschwimmen kann, war es das dann. Weil man brennt ja dann erstmal. So. Mal kurz ins Bett. Das ist echt so gut, ey. Ups. Ich trau dem Ganzen immer nicht so ganz, deshalb springe ich dann lieber. Achso, hier muss ja wieder eine Erdschicht drauf, ne? Genau, so. Ja. Wir könnten, falls ich sowas noch habe, was ich nicht habe, verdammt, hätte ich gesagt, wir könnten hier noch Stufen draufsetzen, ne? Ja. Ich glaube, das sieht dann noch so ein bisschen besser aus, aber das machen wir später erstmal. Obwohl, nee, halt, warte mal, wir müssen jetzt erstmal schon das in den Ofen schmeißen. Sonst dauert das Ewigkeiten. So. Dum, 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 dum. Geh mal hin. Es kann auch sein, dass ich noch irgendwo was im Ofen habe, aber ich bin mir aktuell da nicht mehr so ganz sicher. Achso, übrigens, falls jetzt einer denkt, wie so viele andere, die jetzt auf einmal da über dieses Thema reden müssen, weil das ja jeder tut und weil das ja Klickzahlen bringt, deshalb machen das die Leute. Also nach dem Motto, oh ja, es ist ja momentan das Thema Nummer 1, da muss man da überall drüber sprechen, weil ne, das wollen die Leute ja sehen, hören und alles. Ich werde da kein Wort zu verlieren. Ich habe da eine ganz persönliche Meinung zu, die, glaube ich, nicht mit der breiten Masse übereinstimmt. Und von daher möchte ich da auch kein Wort zu verlieren. Das ist traurig, aber mehr sage ich dazu auch nicht. So, denke ich. Ne? Ich finde, das reicht an der Stelle. So, oh, hier Steine reinschmeißen. Weil es ist ja, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, ne? Das ist, wie Meinungen sind wie Arschlöcher, ne? Jeder hat eins. Hm. Ja, und wenn man das dann teilweise sieht, was da so. Nee, deshalb, das ist schon okay. So, gucken. Ordentlich was brennen. Genau. Oh, da brauchen wir den nächsten. Habe ich noch einen 64er? Ja, da. Genau. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch Steine haben. Also wir haben auf jeden Fall hinten bei uns im Haus noch welche. Das weiß ich. Hatte ich hier nicht irgendwie den ganzen Schrott reingeschmissen? Ja, hier. Aber nirgendwo. Was für ein vernünftiges dabei, ne? Wo ich sehe gerade, wir haben noch Steine. Warte mal. Den könnte ich dir hier nochmal. So, genau. Ah, guck mal, das Höhengeräusch. Warte. Brauchen wir ein paar mehr Stufen. Wir brennen ja genug nach, ne? Von daher ist das okay. So, wie viel haben wir? Warte mal, bis überall 6 drin sind. Genau. Dann sollten wir da schon mal wieder ein bisschen normale Steine haben. Wir brauchen davon ja auch einige. Ach ja. Sehr schön. So, genau. Wunderbärchen auf. Ja, das ist doch in Ordnung. Damit lässt sich dann auch was anfangen. So, genau. Schöne Stadt. Ja, hier ist schön ruhig. Lalalalala. Diese Wachen finde ich total cool, die sehen auch echt gut aus, ne? Übrigens gibt es 2 neue Leute auf dem Server, die sich jetzt hier rumtreiben seit diesem Wochenende. Mal gucken, also im Moment ist wieder einiges mehr los. Wenn einer noch Probleme hat, auf den Server zu kommen, beziehungsweise mit den Berechtigungen von den Altgedienten, dann bitte Bescheid sagen.
denn das hat sich ein wenig verändert. Da muss ich jetzt nämlich manuell relativ viel wieder an Dateien anlegen und so weiter, damit halt dementsprechend man die richtige Gruppierung hat und auch was machen darf auf dem Server. Ja, also von daher, wie gesagt, wenn da einer wieder Probleme haben sollte, einfach wie gewohnt kurz anschreiben. Einfach kurz den orkischen Notruf wählen und dann wird geholfen. So, genau. Ah, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir werden das natürlich oben an der Bergkuppe anfangen. Das heißt, das ist noch ein bisschen. Ja, aber in Hinsicht auf Weihnachten ganz, ganz doll wichtig. Naja, eigentlich hat das nicht viel mit Weihnachten zu tun, ne? Aber ich würde irgendwas sagen, also von daher. Ja, so. Genau. Die Katze. Wie die Katze abgeht die ganze Zeit. Warte mal kurz. Jetzt setz dich hin. Los. Steht die ganze Zeit vor der Tür. Ich sehe ihn dann halt durch die Glastür, ne? Wie er dann halt hier so reinschlonzt, ne? So nach dem Motto, ne? Oder. Und jetzt, ja, willst du dich hinsetzen? Ja, komm. Ja, schön hinlegen. Fein. Ja, putz dich oder sowas. Sei flauschig. Und Maun ist dann und guckt einen an. Und das Krasse ist, der ist echt nicht dumm, ne? Der versucht an die Türklinken mittlerweile zu springen. Und dann halt selber die Türen aufzumachen. Ja, springt dann so an der Tür hoch. Also er traut sich nicht so richtig, das zu machen. Nee, bitte auf die andere Seite. Hier habe ich mein Equipment liegen. Geh dahin. Und man muss sich natürlich auch immer dahin legen, wo die Fernbedienung, Smartphones und sonst was liegt, ne? Ja. Nur da ist es schön kuschelig. Genau, ansonsten, wenn das hier so fließt und alles, ne? Katze, ich hab dir gesagt. Och, Tiger. Ja, jetzt, so wie Felix damals, hat man gerade beschlossen. Gar nicht auf den Tisch. Er war dreist, muss man echt sagen. Das ist echt die dreisteste Katze, die ich je hatte. Felix war damals schon dreist, aber Tiger hier, der ist noch eine Spur heftiger. Wo man denkt, da hört dreist auf, fängt es bei ihm erst an. Ja, das ist nicht ohne. Ja, schmus mal mit dem Mikro. Das wird auch deine Liebe definitiv erwidern. Das ist auch sehr. Ey, nicht abschuppen. Oh. Ja. Er ist jetzt seit ein paar Tagen, ne? Also vorher war er eigentlich mal so ein bisschen eigenbrötlerisch und hat sich eher zurückgezogen. Beziehungsweise immer in sein, als ein ganzes Zimmer. Halt, weil ich in meinem Büro, was ich momentan für ihn hauptsächlich halt hergegeben habe. Also stehen meine Sachen drin, aber was ich sonst nicht so großartig nutze, im Moment, das habe ich gesagt, okay, kann das extra so, kann das alte Sofa da rein, alles, dann kann er sich da gemütlich machen. Und ja, da lag er eigentlich sonst immer die ganze Zeit, ne? Das hat ihn nicht so gestört, sondern war dann glücklich und zufrieden. Bloß in letzter Zeit fängt er an, dass er halt die ganze Zeit ankommt, so nach dem Motto, oh hey, kuscheln. Ist ja nichts Schlechtes, ne? Ist ja schon ganz toll, wenn das Tierchen ankommt, das eigene. Und die Nähe sucht zu seinen Herrchen, aber. Ach, jetzt ist aber okay, du brauchst nicht in meinen Hosentaschen rumfummeln, da sind keine Leckerlis drin. Das ist ja lustig, ne? Er hat mitgekriegt, dass ich in meinen Hosentaschen ab und zu mal Leckerlis verstecke. Und hier bei der sind die Hosentaschen sehr weit halt, bei der Hose. Und dann schiebt er dann jetzt hier, wenn ich so auf dem Sofa sitze, schiebt er dann eine Tatze in die Hosentasche rein und angelt da drin rum, ob er denn irgendwas findet. Außer einem Taschentuch ist da aber momentan nicht so viel zu finden. Von daher wenig Erfolg gekrönt. Hole ich jetzt Treppenstufen nochmal extra? Nee, komm, 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 wir machen es dann so weiter. Also sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ich denke, das kann sich sehen lassen. Hier fehlt was. Genau, das war. Oh, relativ lange gerade Strecke, sehr schön. Das ist aber schön zu bauen. Ah, okay. Das sind die vier Felder Abstand. Und dann. Genau. So, müssen wir nochmal gucken, wie wir das dann hier handhaben, weil ich muss ja eigentlich schräg das Ganze basteln.
Müssen wir eigentlich 1, 2, 3, 4. Lassen wir bei schräg 3, ja? Schräg 3, okay, das ist in Ordnung. Und da das dann so geht, dass wir dann hier wieder auf 4 kommen, genau. 1, 2, 3, 4. Ach, Katze, jetzt hör auf, komm. Er ist dann so ein bisschen penetrant, ne? Da müssten wir hier auch wieder bei 1, 2, 3, genau. Dann wieder so. Katze. 1, 2, 3, genau. Und dann, warte mal. 1, 2, 3, 4. Das heißt 4. So. Ja, dann könnte man so gehen. Das ist in Ordnung. Ah, es ist doch. Hier, geh auf die andere Seite. So, es ist ja. Kannst du nicht arbeiten? Das ist ja schrecklich. Gucken, 1, 2, 3. Das heißt hier dann auch wieder so.